Ulaks Vermächtnis. Ulaks Sohn Grak hat all denen Rache geschworen, die sein Vater, den Feldherrn der Orks, getötet haben. Viele Monate hat er nach euch gesucht. Nun seid ihr in seine Festung gefangen und macht euch auf das Schlimmste gefasst. Während die Wachen schlafen, versucht ihr mit einem Rattenknochen das verrostete Türschloss zu öffnen. Es gelingt. Findet eure Ausrüstung und flieht. Das ist 57 Minuten, das schaffen wir. So, herzlich willkommen zurück bei die Hero Quest. Ich habe nichts mit die Waffen. Gut, einen schafft der Barbar sowieso. Und der Barbar darf mit 3 angreifen. Das stört ihm ja nicht, weil der hat nämlich noch erst den Schwert gefunden. 3. Der Zauberer sucht nach Geheimtüren oder Fallen. Nix. Der. Du bist schon ein bisschen in der Zelle. Ja. Der ist bestimmt nix. Er kann trotzdem nach Schätzen suchen da denn. Deswegen geht der Baba zurück in die Zelle und sucht nach Schätzen. Keine. Streuendes Monster. Erzähl nicht, da wäre nix. Da gibt's immer was zu holen. Wie viel mir? Spinnst du? Du weißt schon, dass ich keine Ausrüstung habe. Da viel mehr. Das ist ja immer der noch suchen. Ja, dann wird der Zwerg sich ein Feld bewegen und angreifen. Ein Treffer. 3 Würfel. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Warte, ich lauf weiter. So. 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 Und. So. Und so. So, und der Alp fragt nach Geheimtüren oder Fallen. Der Baba fragt nach Schätzen. Okay. Geweihtes Wasser. Dann setzen wir aus, bis der Baba dran ist. Na gut, wir setzen nochmal aus, bis der Baba dran ist. Und dann geht's weiter. 8. 1, 2. Geheimtüren oder Fallen? Keine. Schwupp. Die. Wupp. Der Barbar sucht nach Schätzen. Denke. Streuendes Monster. Suchst du aus? Suchst du aus? Okay, der Zauberer greift gleich an. Ein Treffer. Ich sag ja, heute ist echt mein Tag. So, dann. Baba. Öffnen. Oh, ich mal meine Ausrüstung wieder. Im großen Raum ist immer Ausrüstung. Du kannst ja schon mal freuen, wenn ich jetzt hab. Das klingt irgendwie nicht so, als würde ich mich wirklich freuen. Das ist auch gern. Nee, du freust dich nicht. Hört doch mal auf. Ina fehlt noch. Wie Ina fehlt noch? Grad ist in dem Gebrauch drin. Ach, Grak war jetzt der Kollege, der mich gefangen genommen hat. Genau. Der von Ulak. Genau. Und Grak ist jetzt der Fimir? Nee, Grak ist der Ork, der da unten steht, der letzte. Dargestellt mit der mit dem Beil. Genau. Kannst die Tür öffnen? Ja, stimmt. Das ist nicht der Stimme. Nein, du hättest bestimmt wieder in dem Game wieder zugemacht.
Alles klar. Na dann, Attacke. Was soll ich machen, wa? Zwei Treffer. Kann der irgendwo besonders denn, Grag? Vier Angriffswürfel und vier Verteidigung. Ja, dann für mir kann ich erstmal nicht so viel. Dann kommt der Zauberer. 8. Der Zauberer greift an. Shit. Der Zwerg. 8. Ich bin hier gerade aus. 6. Nee. Gut so. Ein Treffer. Verteidige dich. Und das Alp. 4. 1, 2, 3, 4. So, jetzt darfst du tatsächlich. Das ist ein sehr schöner Raum. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hab noch nie so einen Traum erlebt. So ein Traum. Ja. Ja. Ach, Quelle können die auch slatschen, ist ja perfekt. So perfekt finde ich das ja nicht. Doch, ich meine, die mal jetzt wirklich die Folie stehen. Das sieht schon wieder nach einem miesen Level, finde ich auch, muss ich sagen. Ach komm, kannst du nicht immer gewinnen. Wie kann ich immer gewinnen? Naja. So. Dann laufe ich einfach mal mit dem Ancient 8 rüber. Mit Grafilen. Mit dem hier. Das ist natürlich ein Gebild. Wo ist denn der hier? Hm? So, was würdest du jetzt? Du würdest mich doch nicht einfach angreifen. Doch. Ja, wenn mein Würfelglück weiterhin so ist wie in der letzten Zeit, dann kann ich den Raum jetzt gleich ausräumen mit ihm. Dann greifen wir erstmal alle Walks an. Von wo bis wo? Also da. Ja, die vier sind ja alle drauf, sie ist ja krank. Ja, dann muss ich trotzdem wissen, mit wem ich mich verteile erstmal. Erstmal greife ich den Alp an. Den Alp, okay. Die können ja nicht schräg, ne? Nee. Okay. Dann kann nur meine einer. Inzwischen auch nicht mehr, fällt mir gerade ein. Ja. Oh, sehr gut, der Alp hat schon mal sehr verteidigt. Ja. Er bleibt ja auch schräg, auch ohne Equipment. Dann kommt der Zauberer. Zwei Treffer. Okay. Treffer. Da. Jetzt kommt der Barbar. Mhm. Zwei Treffer. Mhm. Das ist der Zwerg. Jo. Ein Leben, machen wir gleich einen anderen, oder? Achso, er hat vier Würfel. Dann gibt er neu. Ein Würfel neu. Das neu werfen wir jetzt hier. Ein Leben mal verloren. Ein Treffer. Ein Schild. Gut, ein Leben hat er verloren. Der Zwerg. So, dann greift der Barbar an. Und zwar den vor sich wahrscheinlich. Ein Treffer. Verteidigt. Dann greift der Zauberer an. Ein Treffer. Und tschüss. Dann greift der Zwerg den Superkollegen hier an. Mhm. Zwei Treffer. Vier, ne? Mhm. Die Kippe? Das ist ein nichts gewesen mehr. Ja, wenn du nichts mit der Kippe nachwürfelst. Ich hab bei Kippe noch nie nachgewürfelt. So, dann kommt der Alp. Ein Treffer. So, und der Alp läuft. Meiner.
Ein Treffer übrigens. Man sieht es mal. Du weißt schon, da unten ist nicht sichtbar. Ja, ich glaube, deswegen sage ich auf dem Feld. Hat er verteidigt. Dann greift er den Alp an, der andere. Okay. Ja. Und jetzt noch den Zwerg. Mhm. So, wir haben nur drei Gegner, das ist perfekt. Der Barbar wird erstmal vor sich schlagen. Ups. Kannst du entsorgen. Der Zauberer schlägt zur Seite. Ein Treffer. Tschüss. Der Zwerg greift an. Ach, shit, ich hab die Tür vergessen. Ja, die Tür kannst du noch hinstellen, das ist jetzt nicht so. Das war jetzt nicht dramatisch. Aber gut. Der Zwerg greift an. Ein Treffer. Verteidigt. Der Alp macht den Ork schräg. Ein Treffer. Aufgeräumt. Gedauert, ne? Hat auch Stress gemacht in dem Leben, muss man mal dazu sagen. Der Barbar nach hier und fragt nach Geheimtüren oder Fallen. Keine. Ups. Und ups. Der Barbar fragt nach Schätzen. Auch keine? Nicht meine Ausrüstung oder so? Ja, gut, dann findet er 20 Gold. Da freut er sich auch drüber. So, dann. Und dann. Hä, wieso warum? Muss man ja mal erwähnen. So, hier lang. Barbar öffnet. Die Tür sieht man noch nicht. Keine Tür. Hast du hier ein Feld nicht? Nee, da kann ich jetzt noch so wegnehmen. Sieben, ne? Achso. Na gut. Ein Treffer. Und weg. Zauberer. Geheimtüren oder Fallen? Keine. Zwerg stellt sich hier hin und der Barbar fragt nach Schätzen. Keine. 25 Gold. Sehr gut. Dann positioniere ich alle mal hier hinten quasi, bevor es weitergeht. Barbar, 12. 1 und um die Ecke gucken. Nichts. Boah, kann überall hin, ja? Mhm. So, okay. Nichts. Geheimtüren oder Fallen? Keine. Na, dann werde ich hier mal wieder meine obligatorische Schatzkartenrunde fragen mit dem Barbar. Schatz, Schätzer? Keine. Falle. Verliert ein Leben. Toll. Spitzenfresser. So was brauche ich. Man hat ja noch, ne? Gut, dann werden wir dasselbe Spiel trotzdem hier nochmal machen. Keine. Schätze. Keine. Falle. Jetzt kriegst du. So, dann haben wir. Dann laufen wir erstmal bis hier mit der Truppe, bevor wir mit Würfeln weitergeht. 8, 1. Dann laufen wir bis hier, machen da das Spiel weiter.
1. Man kann die ganzen Außen sehen, das ist ja krass, ey. Dann rück bis hier und frag nach Geheimtüren oder Fallen für den Gang. Ja, der übelste Fallenentschärfer. So, na dann laufe ich doch mal mit dem Zwerg bis hier hinten und guck um die Ecke. Wirklich? Ja. Hier wird der Zwerg entschärft. Nimm weg das Ding. Dann würde ich zurücklaufen, und zwar bis hier. Mit der Truppe. Erstmal die Außen ein bisschen entdecken und gucken, was hier los ist. Mhm. Bin ich hier vor? Ne, da bin ich nicht lang gelaufen. Muss ich auch noch gucken. Gut. Der Baba. 7, 1. Hier ist ja was los, ey. Das Wort? Das Wort. Okay. Und los. 1. Ein Treffer. Verteidigt. Ein Zauber kommt hinterher. Zwerg kommt hinterher. Und halb. Kommt hinterher. Darfst. Dann greife ich den Barbar natürlich an. Warum? Ja, nur so. Ein Treffer. Verteidigt. Der Barbar schlägt zurück. 2 Treffer. Okay, dann Geheimtüren oder Fallen? Keine. Ach, warte mal kurz, jetzt kannst du ja sehen. Keine Ahnung, wie ich dachte. Was kann ich sehen? Zwei Türen sehen wir noch. Ist ja schön. Die hätte ich vorher sehen können. Nicht erst mit. Du hättest trotzdem die Monster vorher töten müssen. Ich glaube, wir haben keine Türen mehr, wa? Die nee. Schule sind. Ich hab jetzt ein bisschen zu viel aufgedeckt auf einmal. Hier ist noch eine und hier ist noch eine. Dann stell da erstmal eine Tür ist aufgehört. Hin. Das wissen wir da aber, oh Gott. Okay. Dann fragt der Zwerg nach Schätzen. Keine. Falle. Ich weiß nicht, ob Baba. Okay, einen Punkt verloren und dann kann er in der nächsten Runde wieder rauskrabbeln. Und dann schließt sich die Falle wieder. So. Dann werde ich erstmal bis hier laufen. Mit der Truppe. Und der Barbar guckt mir Ecke 1. Hohohoho, ich hätte Glück, dass ich vorhin hier rumgelaufen bin, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und Attacke. Ein Treffer. Ich kann übrigens um die Ecke gucken, jetzt wenn er da irgendwas gibt. Das ist immer nichts. Okay. Dann werde ich mit dem Zauber hierher, Zwerg hierher, dem Alp hierher. Der Alp fragt nach Geheimtüren oder Fallen. Achso, wäre okay. Der Barbar fragt für hier nach Geheimtüren oder Fallen. Das ist die Person. Geh mal bis hier und guck mal um die Ecke, ob hier eine Tür ist. Ja, dann lasse ich das Ding auch unentschärft da stehen. Und das macht Spaß halber, mich so orientieren. Und der Baba fragt nach Schätze. Keine. Gold, 25. Okay, dann legen wir los. Und zwar ab nach hier. Barbar öffnet für 7.
Was sagst du? Den Tisch. Und gibt es zwei Tische. Ja, da hinten liegt er auf den Kopf gedreht, genau. Ach so. Ich dachte, das wäre hier schwarz und dachte, das wäre der Boden. Ich dachte, das wäre nicht gut. Nee, deswegen steht Tisch von innen drin. Da war ich noch eine Stange vor. Das war's. Hm. Nee, einen Schritt rein und frage nach Geheimtüren oder Fallen. Keine. Ich so wieder schön positionieren wie immer. Und ganz frech mit dem Barbar einfach mal nach Schätzen suchen. Nichts. Hast du recht. Ja, dann laufe ich mal hierher. Irgendwo muss man meine Ausrüstung mal rumlungern. Der Barbar öffnet. Nein. Also meine Tür auswechseln und rechts oben sozusagen. No. Dann so längs einstellen auf der rechten Seite. Nee, andersrum. So. Wir hatten die Dinger unten gemacht. Ich hab die angelangt. Mal richtig basteln hier. Was klappert denn da so? Das ist der Kühlschrank. Ach so. Der lädt nach. Wohin? Ja. Genau hier? Mhm. Links in der Ecke. Links oben in der Ecke. Das Wort? Das Wort. Angriff. Zwei Treffer. Drei. Hm. Der Zauberer bleibt stehen. Der Zwerg. Vier. Der Alp. Zwei Treffer. Perfekt. Ja, so, dann machen wir bis der Alp dran ist und der Alp fragt, ob die Heimtüren oder fallen. Keine. Obligatorisch. Schätze. Auch keine. Also Barbane. 10 Goldmünzen. Also irgendwie wird man hier nicht reich in dem Spiel. Armbrust und Harnisch sind schwer zu erreichen. Warte, warum steht denn hier eine zuhe Tür? Ach, die hat die weggenommen, wa? Hm. Oder war hier unten eine zuhe Tür? Nee, da war keine. Gut. Okay, dann machen wir da weiter. Ups. Ups. Aber die gegen den Uhrzeigersinn, wa? Na, nee, da sitzt der Bamba doch nochmal raus. Okay, öffnen. Drin und du hast die Möglichkeit, alle anderen Ausrüstungen. Und die Ausrüstung ist in einem Schrank, ja? Ja. Dass du da nicht einen Waffenschrank hingestellt hast, verstehe ich nicht. Das ist ein Geschirrschrank. Ein Geschirrschrank? Also, du hast auch die Möglichkeit, wenn wir so viel spielen. Also ich hätte das hier so hingestellt. So in so ein Ding. Wenn du jetzt noch drei andere Spiele hättest, Ich denke mal, die liegen wahrscheinlich alle auf dem Boden. Also, ich hätte gedacht, dass sie jetzt so ein Waffending aufhängen oder was. Auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, weil du bist der Finder. Ja. Also entweder kannst du den anderen Spieler erlauben, dass sie Ausrüstung wiederkriegen, oder du darfst hier alle Ausrüstung von den ganzen Mitgliedern sozusagen nehmen. Achso, gut, dann ich teile die ganz normal auf, wie sie vorher hatten. Und wir machen jetzt mal einen Schnitt. Das ist schon wieder lange vorbei. Bis gleich.